Hallihallo, meine Lieben, wir sind hier bei meinem zweiten YouTube-Video und ich erzähle euch von meiner Weltreise 4 Jahre um die Welt. Und ja, bin viel getrennt, bin aber auch mit einem Flugzeug geflogen. Und hier sehen wir mein Gesellenstück mit meinem Wanderbuch. Und ich war tatsächlich in 40 verschiedenen Werkstätten unterwegs, habe dazu gelernt und dementsprechend ist das Wanderbuch natürlich mit über 40 Arbeitszeugnissen versehen. Weil das so viel ist, habe ich mir natürlich gedacht und weil die Nachfrage so groß ist, dass ich mal ein eigenes Buch schreibe, das kann man auch schon im Webshop kaufen, vorbestellen sozusagen. Ich bin da regelrecht dran und ja, freue mich natürlich. Ansonsten gibt es hier auf meinem Channel sehr, sehr viel Töpferei und Produkte zu sehen. Ich habe zum Beispiel so ein Merchandise entwickelt mit meinem eigenen Logo, welchen man in meinem Webshop kaufen kann. Es gibt sogar Stoffbeutel. Das Homogenisieren findet ihr auf TikTok besonders witzig. Und trotzdem hat sich auch ein neues Format entwickelt, und zwar High Heels and Pottery. Ja, ihr findet das einfach gut und deswegen habe ich das gemacht. Einfach meine schönen High Heels bei der Drehscheibe mit anziehen. Hier sehen wir einen Schnelldurchlauf von dem Produktionsvorgang. Ich drehe gerade eine Vase und ja, da sind verschiedene Handgriffe erforderlich, die ich also in einem anderen Video euch mal ein bisschen näher erkläre. Hier sehen wir gleich den Schienenzug und ja, wie gesagt, ihr könnt bei mir auch Kurse buchen. Alles findet ihr bei mir im Webshop. Den kleinen Spannring da oben macht man, damit es ein bisschen stabiler ist. Insgesamt sind das ungefähr 30 cm hoch gedreht aus einem Stück mit ungefähr 3 Kilogramm Westerwälder Steinzeugton. Und ja, ich drehe immer ein bisschen schneller. Das ist so ein bisschen mein Style. Und hier sehen wir die Vase 2013, ein Unikat. Und hier nochmal High Heels and Pottery. Das Stück ist nichts geworden, deswegen habe ich das wieder zusammen gemacht und das ist rückwärts. Und ja, macht manchmal Kunst, ne? Kunstdesign ist halt auch so ein wichtiger Bestandteil meines Unternehmens. In meinem Kurs findet ihr natürlich auch Trick 17 Tricks. Doppelt gemoppelt, Hauptsache es macht Spaß. Hier sehen wir zum Beispiel, wie man mit einer Zeitung eine Schale mit einem Durchmesser von 30 cm abhebt. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten, wenn alles klappt, dann wird das natürlich gebrannt und dann auch im Webshop zum Verkauf angeboten. Hier auf YouTube werde ich meine Produkte etwas näher vorstellen, wie zum Beispiel diese Tulpenvase, die in meinem Webshop erhältlich ist. Besonders schön ist es, weil dieser natürliche Ton ja die Schönheit der Blume unterstreicht. Das ist immer so meine Grundphilosophie des Unternehmens. Ansonsten vermarkte ich das ja, wie ihr wisst, auf TikTok mit meinen Dance-Moves, die doch relativ gut ankommen mittlerweile. Und ansonsten natürlich Coffee-to-go-Becher kennt ihr. Mittlerweile war ich auch schon im Welt der Wunder TV zu sehen. Hier seht ihr mal einen kleinen Einblick in den Backstage-Bereich. Und ja, die Sendung heißt Ladylike und könnt ihr selber hier auf YouTube nochmal googeln, Welt der Wunder Anne Werner eingeben. Ansonsten wird die Keramik in Meißen produziert, meine Geburtsstadt. Und letztes Jahr war ich auch in Dubai. In Businessreise und hier seht ihr einfach mal ein paar Videos, die ihr auf anderen Kanälen bisher noch nicht gesehen habt. Ist ja auch mal ganz witzig, wie ich da ausgelassen vorm Burj Khalifa ein bisschen rumtanze. Und ich bin da ganz alleine hingereist. Es war nicht so einfach, aber hat Spaß gemacht. Und ja, und ich habe halt meine Produkte promotet, wie zum Beispiel hier den Coffee-to-go-Becher am Sunset, also Sonnenuntergang auf der Insel The Palms. Genau. Der Coffee-to-go-Becher ist entstanden vom Shaker 2.0, das war der Prototyp und seit 2016 gibt es das schon auf dem Markt. Ja, wie immer handwerklich hergestellt auf der Töpferscheibe von Keramikstudio Anne Werner. Hier sehen wir das Homogenisieren und das Loch setzen.
Und High-End-Keramik ist Keramikstudio Anne Werner im Jahr 2020 geworden, halt quasi positioniert. Und deswegen stehe ich auch ab und nur an mal in der Zeitung, wie zum Beispiel jetzt ganz neu im Fachjournal Keramische Zeitschrift, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass die mich angeschrieben haben, ob ich da mal ein bisschen was erzähle über die ganzen Hintergrundinformationen, Walz und Selbstständigkeit. Und gestern oder vorgestern oder vorvorgestern ist der Artikel erschienen. Und ja, auf jeden Fall war es ein Mix, war hier gerade zu sehen. Und noch etwas Fashion, Lifestyle and Pottery. Ja, mit meinen Dance Moves und den teuren Louboutins von Christian. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass hier einige bis zum Ende durchgehalten haben, mir das so, ja, sich anzuschauen und so weiter. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Anne.